Herr Diekmann, was ist die Aktion Hand in Hand? Die Aktion Hand in Hand wirbt für Partnerschaft im Straßenverkehr. Verständnis und Rücksicht zwischen den verschiedenen Gruppen, insbesondere zwischen Pkw und Lkw. Da ist ein riesen Handlungsbedarf. Sie sagen Handlungsbedarf. Mag sein, aber ich meine, wir haben eine Straßenverkehrsordnung. Sollte das nicht eigentlich selbstverständlich sein? Der Paragraph 1 fordert ständige Rücksicht, gegenseitige Vorsicht oder umgekehrt. Würde eigentlich schon reichen, wird aber nicht überall beherzigt. Es geht auch nicht nur um Verbote und Paragraphen, es geht um eine Haltung. Es geht um Verteilungskämpfe. Wir haben eine hohe Verkehrsdichte und oft wird der Lkw für die hohe Verkehrsdichte verantwortlich gemacht. Am Steuer eines LKWs erlebt man jede Menge andere Verkehrsteilnehmer, die einen nicht mögen, einfach nur, weil man da ist. Die Menschen wollen die Waren, die der LKW bringt, aber sie wollen den LKW nicht. Und der LKW bremst mich aus auf der Autobahn, der soll da weg. So kommen wir nicht weiter mit Schuldzuweisungen. Es gibt auch LKW-Fahrer, die sich nicht fair gegenüber Pkw-Fahrern unterhalten. Und unsere Aussage ist einfach, wenn wir uns besser vertragen, wenn wir Rücksicht aufeinander nehmen, kommen wir alle schneller und sicherer ans Ziel. Wer ist Ihrer Meinung nach nötiger, die Pkw- oder die LKW-Fahrer? Da will ich mich überhaupt nicht festlegen. Also es gibt in beiden Gruppen gibt's Rüpel, es gibt in beiden Gruppen rücksichtsvolle Fahrer und verantwortungsvolle Fahrer und es gibt in beiden Gruppen Egoisten wie überall in der Gesellschaft. Ich glaube, sie sind sogar die Minderheit. Was es sehr viel gibt, ist Gedankenlosigkeit. Dass man sich mal, ich fände es schön, wenn man sich mal reinversetzt in die Belange eines LKW-Fahrers. Der ist doch nicht unterwegs, um den PKW-Fahrer zu ärgern. Der macht seine Arbeit, der bringt die Ware von A nach B. Was glauben Sie denn, auf welcher Seite mehr Verständnis schaffen nötiger ist oder beziehungsweise wo kommt diese Aktion leichter an, wo sickert es leichter ein? Das macht auch keinen großen Unterschied. Wir wollen diesen Aufkleber halt auch nicht wahllos verteilen, den sollen sich wirklich nur Leute aufs Auto kleben, die sich damit auch bereit erklären, rücksichtsvoll sich auch dem anderen gegenüber zu verhalten. Das heißt, die werden nicht ausgelegt, so Hauptsache ganz viele, sondern wird tief in die Augen geguckt und den kriegt man also nur, wenn man dann sich damit auch bekennt, eben zu Rücksicht und Verständnis im Straßenverkehr. Und da mache ich keinen Unterschied. Wir haben die also in Pkw-Größe und wir haben die in Lkw-Größe und wir haben einen Informationsflyer, der sich an beide Verkehrsteilnehmer wendet. Da ist also ein Text an Lkw-Fahrer und an Pkw-Fahrer drin, sodass die einen sehen, dass wir den anderen auch was sagen, damit wir endlich aufhören mit diesen Schuldzuweisungen, weil die bringen uns nicht weiter. Nun ist das Ganze eine Aktion von Truckerfreunde und der Firma Timocom. Was hat denn die Firma Timocom eigentlich davon? Also die Firma Timocom, ursprünglich hieß es erstmal eigentlich Sponsor, aber die macht ja viel mehr. Wir machen uns nämlich das zu eigen. Wir verteilen das selber auch. Wir haben einen großen Kundenkreis, wo wir versuchen, das auch zu verbreitern. Timocom macht das, um seiner Verantwortung gerecht zu werden. Wir sind marktführender Dienstleister in dieser Transportbranche, in unserem Segment und möchten unsere Verantwortung ausüben. Genau wie im Bereich Umweltschutz ist Sozialverhalten. Wissen Sie, wenn der Verkehr besser fließt, wenn wir weniger Rivalitäten im Verkehr haben, wenn wir alle dadurch schneller ans Ziel kommen, dann haben unsere Kunden was davon und wir in dem Sinne dann natürlich auch. Vielen Dank für das Gespräch.